Mit diesem Notruf in der Rettungsleitstelle wird eines der effektivsten Rettungssysteme unserer Zeit in Bewegung gesetzt. Minuten später geht ein versiertes Rettungsteam in die Luft, um auf kürzestem Weg lebensrettende Hilfe zu bringen. Was uns heutzutage beinahe normal erscheint, war 1970, als der erste Helikopter in Dienst gestellt wurde, noch ein absolutes Novum. Heute, 40 Jahre später, ist die ADAC-Luftrettung mit 45 Hubschraubern an 34 Standorten täglich in Bereitschaft. Über eine halbe Million Einsätze wurden inzwischen geflogen. Tendenz steigend. Allein 2010 waren es mehr als 44.000 Einsätze. Mittlerweile verfügen fast alle großen Kliniken über entsprechende Landeplätze, um den Patienten möglichst schnell die geeignete Behandlung zukommen zu lassen. An die Piloten werden sehr hohe Anforderungen gestellt, denn sie sind gezwungen, an meist schwer zugänglichen Stellen zu landen. Sie werden daher bei der Ausbildung in einem solchen Simulator auch auf extreme Situationen vorbereitet. So gibt es zum Beispiel bei Gebirgseinsätzen kaum Landemöglichkeiten, was den Einsatz von Spezialgeräten nötig macht. Oder Flüge in Küstengebieten, sei es zu Leuchttürmen, Schiffen auf See oder Personenrettung aus dem Wasser. Aufgrund der modernen medizinisch-technischen Ausrüstung der Hubschrauber und der schnellen Einlieferung in spezialisierte Kliniken hat die ADAC-Luftrettung schon vielen tausend Menschen das Leben retten können.